Servus, liebe Löwenfans. Herzlich willkommen zur Runde 3. Heute mit unseren beiden, ich hätte fast gesagt Österreicher, unser Österreicher Linzi und unser Niederbayer Greilinger gegeneinander. Fangen wir an. Erste Frage: Wer ist früher am Trainingsgelände? Was muss ich Stimmt, sagen? oder? Freilich stimmt. Schon einmal am Punkt. Zweite Frage: Wer verbringt mehr Zeit am Handy? Boah, das ist schwierig. Harte Entscheidung, wenn sie. Nein, ich. Hast du es? Hast du es? Ich hab's. Ach so. Wer ist ordentlicher? Was denn das jetzt, dass du für den Linse bist? Nein, dass ich für mich bin. Ja. Aha, okay. Nächste Frage: Gelb-Rot wegen Meckern. Wer von euch beiden ist da eher gefährdet? Ja, es tut mir leid. Rot. Gelb-Rot wegen Meckern? Ja. Gut, die versteht er wahrscheinlich kein Schiri. Ja, du hast immer eine Krawatte, wenn der Trainer falsch pfeift. So, wer ist handwerklich begabter? Ganz klar. Hab ich nicht. Hast du zwei linke Hände gerade? Ja. Ich kann nicht mal einen Hammer halten. So, jetzt wir sind sportliche. Wer hat den besseren Schuss? Aha. Überzeugt. Ja, gerade natürlich. Wer würde eher allein mit dem Rucksack um die Welt reisen? Du bist doch so ein Burschel. Wer hat mehr Angst im Dunkeln? Wegen der Schlafmaske. Ah, gut. Wer von euch zwei hat die meisten Profitore auf dem Konto? Wer von euch wird am häufigsten getunnelt? Ganz klar. Mit den Haxen ist es nicht schwer. Wer von euch zwei verbringt mehr Zeit im Kraftraum? Schwache Partie, nicht mehr, sollten wir noch mal ausschauen gehen. Also ich war auch jetzt schon. Ja. Jetzt eine Frage für dich, Reini. Wer von euch zwei schläft schneller ein? Ohne Hilfsmittel aber. Ja. Ja, gut. Letzte Frage: Wer von euch zwei schießt mehr Tore in der nächsten Saison? Ich gehe jetzt einfach mal danach, was der Linzi wahrscheinlich da hat, deswegen sage ich das. Du glaubst an mich gerade. Wir müssen jetzt zusammen das Ding bringen. Das waren jetzt alle Fragen, da sind wir durch. Fast alle richtig gehabt, oder? Wer von euch zwei schläft schneller ein? Hast du an, Linzi? Ja, ja. Schläfst du sofort ein? Ja, aber du hast gesagt, ohne Hilfsmittel. Ohne Hilfsmittel, haben wir gesagt. Das liegt da ja 3 Wochen wach. Das ist ein Schmarrn. Wir schneiden alles raus. Wir schneiden alles raus. Ich war noch nie an dieser. Ich war noch nie an dieser.